Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Dienstag, dem 11. August 2020. Ihr hört die Geek Talk Daily 869. Und ja, heute ist wirklich der 11. August. Ich habe dreimal nachgeschaut, dass ich heute nicht den gleichen Fehler mache wie gestern. Besten Dank an all diejenigen, die noch kurz eine Rückmeldung dazu haben fallen lassen. Videoanrufe, WatchOS 7, Google Maps, CarPlay, Kaufhäuser und Enpass. Das sind die Themen, die ich heute in der aktuellen Folge kurz behandeln und oder anschneiden möchte. Gerade gestern habe ich noch gesagt, in dieser Woche wird es soweit sein. Die Threema-App kommt mit verschlüsselten Videoanrufen und ja, was ist Montag? Also eben gestern war es und die App ist schon da. Zumindest auf der iOS-Seite gibt es das Update schon. Aktuell weiß ich gerade nicht, wie es auf der Google-Seite ausschaut, aber ich denke, da kommt das auch und oder ist schon da. Dann, wer drauf gewartet hat, die Public Beta und da gleich eine Warnung, denkt an Backups und macht keine Betas auf lauffähige Geräte oder Hauptgeräte. WatchOS 7, die Apple Watch hat jetzt auch die öffentliche Beta bekommen. Wer mag, kann sich das installieren. Schlaftracking ist sicherlich das von den Punkten, das am meisten den Leuten gewünscht wurde und von den meisten ausprobiert werden möchte. Watch Faces noch ein bisschen und ein paar andere Kleinigkeiten sind mit dabei. Automatische Erkennung von Bewegungssensoren, ein bisschen bessere Siri-Übersetzung und Siri-Kurzbefehle sind jetzt auch auf der Uhr drauf. Weiter geht's mit Google Maps, denn die, wenn wir gerade schon beim Thema Apple Watch sind, ja, passt, weil eben Google Maps, die sind wieder zurück. Damals ging's ja mit mehr oder weniger kleinem oder eben doch größeren Trari-Trara-Trap, weil man meinte, ja, die Apple Watch nicht interessant. Anscheinend ist sie es doch wieder und man kann nicht nur öffentlich, sondern auch, also mit den Öffentlichen, sondern auch mit zu Fuß oder mit dem Auto und was auch immer sich navigieren lassen, muss das Telefon nicht mehr aus der Hosentasche nehmen und sieht, wo man hin muss, links, rechts, geradeaus oder einmal im Kreis. Weiter geht's aber noch mit dem Dienst Google Maps. Denn die hat auch nicht nur die Apple Watch App wieder hingeworfen, sondern die CarPlay-Integration. Das ist das Teil, was von Apple in Autos drin ist. Die Schnittstelle, die wurde verbessert, so dass man jetzt ohne die Kartennavigation zu verlassen zwischen Podcast, Musik, Hörbücher und Kalenderterminen switchen kann. Wichtige Infos, tut das nicht als Fahrender, sondern der neben euch soll das gefälligst tun, weil sonst ja, wird es unschön. Dann kommen wir zu dem großen Gewinner der Corona-Zeiten. Das ist eindeutig Amazon. Die haben ja unglaublich aufgeholt und konnten weltweit gut machen, soweit, dass sie eben immer mehr Probleme haben, genügend Lagerhäuser zu haben und vor allem genügend nah an den Kunden Lagerhäuser zu haben. Und was würde sich da nicht besser anbieten als diejenigen, die sie pleite gemacht haben? Nämlich in der Nähe der potenziellen Kunden stehen ja diverse Einkaufshäuser und Filialen, die zumachen mussten. In Deutschland ist das zum Beispiel Karstadt. In Amerika gibt es dutzende andere Beispiele, die reihenweise Konkurs oder nahe in Richtung Konkurs gegangen sind oder einfach zumachen müssen, um kräftig zu sparen. Und da ist jetzt Amazon in Kontakt mit einigen davon. Laut dem Wall Street Journal soll nämlich der Handelsriese seine ganzen Lager da einnisten möchten. Ist natürlich aus ihrer Sicht sehr, sehr praktisch, weil, wie gesagt, ganz nah am Kunden und somit extrem schnell in der Auslieferung. Für den normalen Handel ist natürlich ganz, ganz unschön. Für Amazon doppelt so gut ist, da müssen sie natürlich auch nicht unbedingt auf FedEx und DHL zurückgreifen, die Zwischenlager haben. Sie können nämlich damit ihre eigenen Endauslieferungen, die letzte Meile, selber machen und den Bereich weiter ausbauen. Da sind sie auch schon seit einigen Jahren ganz fleißig dran. Da dürfen wir mal gespannt sein, wie weit das noch geht, bis Amazon zu groß wird und man da auch ein bisschen was tun muss. Zu guter Letzt geht es noch ein bisschen in Richtung Sicherheit. Das Thema Backup habe ich ja vorher schon erwähnt. Das andere Teil, das ich immer wieder gerne erwähne, ist
Passwort. Passwortsicherheit, dazu verwendet man, wenn man nicht all die Passwörter im Kopf merken will oder kann, einen Passwortmanager. Und da gibt es diverse Möglichkeiten. OnePass ist immer wieder mal eine Lösung, die wir hier im Daily auch besprechen. Aber auch LastPass, da hatten wir vor kurzem ein größeres Update, optisch und auch Funktionalumfang, ein größeres Update. Das gleiche ist jetzt OnePass passiert. Die haben jetzt die Möglichkeiten von Domain- und Apps-Erkennung verschnellert, die Auto-Ausfüllfunktion, alles Dinge, die wir eben vor kurzem schon bei LastPass gesehen haben und bei OnePassword schon seit langem kennen, wird da upgedatet und nachgebessert. Auf jeden Fall nicht verkehrt, und wer damit unterwegs ist, sollte auf die Version 6.5 updaten, auf iOS, Android, macOS, und ich glaube auch auf Windows ist das Ganze möglich. In diesem Sinne, das war es mit den Neuigkeiten. Ich hoffe, ihr seid auch morgen wieder mit dabei. Ich wünsche euch noch einen schönen und erfolgreichen Tag. Euer Poughkeepsie. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.